Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Michas Märklin-Anlage. Ja, worum geht's in dieser Folge? Wie angekündigt, werde ich besondere Züge vorstellen. Außerdem wächst meine BR-120-Familie, also es wird eine Neuvorstellung geben. Und ansonsten immer wie schöne Fahrvideos. Anfangen wollen wir diesmal mit dem Rheingold Express, und zwar mit der ersten oder der frühen Variante. Ja, hier haben wir den legendären Rheingold Express. Der Rheingold Express ist von 1928 bis 1939 in dieser Ausführung unterwegs gewesen. Ursprünglich ist der Rheingold Zug mit einer BR18 unterwegs gewesen. Und ich habe hier die wunderschöne BR10 in einer Foto-Sonderlackierung. So ist sie auch schon mehrfach in meinen Videos unterwegs gewesen. Und ich fand, die Lok passt sehr gut zu dem Zug. Die Artikelnummer für den Zug, der aus vier Luxus-Reiseanhängern und einem Gepäckwagen besteht, hat die Nummer 1928. Eine spätere Version hat eine fünfstellige Betriebsnummer oder Artikelnummer bekommen und hat dann zwei Gepäckwagen, einen vorne, einen hinten. So, ich habe mal das Dach von den Wagen abgenommen. Die Märklin-Anhänger haben eine durchgehende stromführende Kupplung, so dass alle Wagen mit Licht versorgt sind. Es waren sehr luxuriöse Züge, wo es nur Plätze mit Tischen gab. Natürlich alles erste Klasse. Hier hinten haben wir einmal den Gepäckwagen, der mit roter Schlussbeleuchtung ausgestattet ist. Noch ein paar Worte zu der BR10. Es ist eine ölbefeuerte Dampflok. Normalerweise hat sie auch einen Rauchsatz. Der ist auch drin, aber irgendwie kommt da nichts raus. Dann hat sie beleuchtetes Fahrwerk. Ich finde eine sehr schöne Hupe. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten, so wie Dampf, Injection und logischerweise keinen Kohleschaufeln, weil sie wird ja mit Öl gefahren. Thank you.
Und hier haben wir schon den nächsten Sonderzug. Ein richtig legendärer Zug. Es ist der Orient Express, den ich auch schon in einigen Videos vorgestellt habe. Auch dieser Zug ist von mir etwas abgewandelt. Er hat hier eine französische Lokomotive. Und auch die blauen Wagen sind nicht durchgehend, sondern ich habe einige braune Wagen dazwischen. So ist er eigentlich nie offiziell gefahren. Hier kommt jetzt nochmal der Orient Express in Einzelvorstellung und beginnen wollen wir mit der Lokomotive. Dahinter haben wir den Gepäckwagen. Dann kommt ein sechsachsiger Schlafwagen. Der Barwagen, dann kommt noch mal der Speisewagen, auch sechsachsig. Dann haben wir noch mal den erste Klasse Salonwagen. Dann kommen zwei Schlafwagen. Und ganz zum Schluss habe ich noch mal den Servicewagen für Beschäftigte und als nächsten Zug stelle ich den Touristik-Express vor. Der war ja schon mal in einer Extra-Folge Hauptthema. Daher gibt es diesmal nur den Zug so kurz am Rande erklärt. Hier wartet schon die 103 auf ihren Einsatz. Der Touristikzug kommt gleich mit der BR218 in Doppeltraktion reingefahren. Und die 103 wird ihn dann übernehmen. Musik
haben wir nochmal einen Rheingoldzug, und zwar den etwas neueren. Dieser Rheingoldzug wurde von 1953 bis 1962 mit dem 9 Wagenpark ausgestattet und auch 9 Elektrolokomotiven. Hier habe ich eine Lokomotive der Braureihe E10 in dunkelblau. Die Nachfolgelokomotiven hatten nachher kobaltblau und beige, sowie auch der Wagenpark. Neu eingeführt wurde der sogenannte Buckelspeisewagen. Und auch ein Panoramawagen wurde in den Wagenpark mit integriert. Auf nicht elektrifizierten Strecken wurde auch gerne mal die V200 eingesetzt. Auch ich habe da eine Variante, und zwar habe ich die V300 in der Werkslackierung eingesetzt. Kommen wir zum nächsten Sonderzug, und zwar ist das ein Intercity mit der BR101, 50 Jahre Intercity-Verkehr in Deutschland. Diese Zuggattung ist im Moment auch auf Abschiedstour unterwegs, weil der Bistrowagen oder früher Restaurantwagen in den Intercity jetzt ausgedient hat, und da gab es nochmal eine richtige Roadshow durchs ganze Land mit dieser BR101. Ja, hier haben wir die BR101 110-5 mit der Sonderlackierung 50 Jahre Intercity-Dienst in Deutschland. Hier haben wir auch nochmal die 120 mit aufgeführt und die 103, die ursprünglich mal gefahren ist. Ja, der Sonderzug besteht aus einem ursprünglichen Intercity-Wagen mit der beige-roten Lackierung. Dann kommt die ganz neue Variante, oder etwas neuere, in Weiß und Rot. Denn war ja zwischenzeitlich mit dem rosanen Strich ein Intercity-Wagen bemalt. Und hier kommt der Bistrowagen in den neuen ICE-Farben, die es dann zukünftig nicht mehr geben wird.
Kommen wir jetzt zwischendurch ganz schnell mal zur Neuvorstellung, und zwar die BR 120, die ich mir gekauft habe. Die passt nämlich wunderbar in den Intercity 50 Jahre in Deutschland. Ja, es ist eine Lok von Pico wieder geworden. Eine Expert-Lok, das bedeutet also Wechselstrom mit Sound on Board. Wie auch hier zu erkennen ist, Wechselstrom Sound 71 154. Ja, und viele werden schon mal sagen, was ist das denn für eine Farbgebung? Sowas hat das ja nie gegeben. Ja, es ist also die BI 120 und zwar in den neuen IC-Farben. So ist sie nie gefahren und wird sie auch nie fahren. Aber ich fand das eine ganz interessante Entwicklung mal. Passt bestimmt bei mir auf die Bahn. Und ich habe ja schon ein paar 120 Loks. Da kann man ja das Gehäuse ganz einfach auf dieses Chassis rauftun und schon hat man eine Lok mit Sound. Ja, da kommt sie angefahren, die BR 120. Ich finde, sie ist sehr schön gestaltet. Auch der Dachgarten ist schön ausgebaut. Licht vorn und hinten. Hintere Licht ist nicht abstellbar. Langes und kurzes Horn. Führerstandsbeleuchtung. Und Lokführergruß nennen sie das. Ja, im Prospekt hat sie noch deutlich mehr Soundmöglichkeiten. Aber meine CS2 kann das weiter nicht erkennen. Mir wurde denn geschrieben, oder auf Nachfrage, ich müsste denn irgendwie die CV-Werte verändern und ähnliches. Das ist mir alles zu kompliziert. Sie hat ja Fahrsound und das soll dann auch genügen. Hier habe ich nochmal alle meine drei 120er nebeneinander stehen. Als allererstes habe ich hier ja die Ursprungs-BR 120 in den rot-beigen Farbgebung, noch mit dem alten DB-Zeichen. Und hier auf der anderen Seite. Dann habe ich hier nochmal die BR 120. 50 Jahre Mickey Maus und in der Mitte die neue 120, die von Pico. Leider kann ich die Gehäuse von den merkwürdigen Loks nicht auf das Pico Chassis aufbauen, weil die eine andere Verschraubung haben und ich müsste da irgendwas abbrechen, das mache ich dann doch nicht.
Ja, ein Zug fehlt noch, ein besonderer, und zwar habe ich mir den zum Schluss auch bewahrt. Es ist der Henschel-Wegmann-Zug, der von 1936 bis 1939 ohne Zwischenhalt die beiden Metropolen Berlin und Dresden verbunden hat und der damals schon mit Stromlinienverkleidung ausgestattet war und einen ganz besonderen Wagenpark mitführte. Ja, hier haben wir den Henschel-Wegmann-Zug mit BR61 in Stromlinienverkleidung. Eine wirklich wunderschöne gestaltete Lok. Sie hat auch ein paar Soundfunktionen, so die Standardsachen, Spule schaufeln, Luft ablassen und ähnliches, Hupe. Als Zusatz ist hier oben die Fernlichtlampe. Was diese Lokomotive nicht hat, sieht man hier an diesen komischen Stopfen hier. Hier ist also nicht mal ein Raucheinsatz möglich. Kommen wir jetzt zu den Anhängern. Auch die Anhänger sind sehr schön detailliert. Schön mit Inneneinrichtung. Sehr schöne Bedruckung. Also wirklich insgesamt ein ganz toller Zug. Und wie oft ist es bei Märklin eben so, dass bei diesem Zug es ein reines Vitrinenmodell ist. Nicht nur, dass die Lokomotive über ein paar wichtige Funktionen nicht verfügt, die man sich so auf der Anlage wünscht. Ich habe jetzt mal einen Anhänger hier hochgenommen. Also hier ist dieses einfache Drehgestell. Und dann ist hier die Schürze nochmal zum Bewegen. Also für den Anlagenbetrieb ist das hier alles nichts. Kann man sich schön in die Vitrine stellen. Wenn man allerdings den Preis für den kompletten Zug dabei sieht, weiß ich nicht, ob das für die Vitrine ausreichend ist. Ja, leider verfügen die Anhänger auch nicht über Innenbeleuchtung oder eine stromführende Kupplung. Auch das sollte man bei einem so hochklassigen Wagen Z eigentlich erwarten. Also, naja, in der Vitrine braucht man halt eben keine Beleuchtung. Ja, auch der Klang von der Diesel, von der Dampflok ist nicht so ganz der Hit. Bevor wir denn zum Ende dieses Videos kommen, habe ich noch einen ganz besonderen Leckerbissen. Ich war nämlich in Urlaub auf Mallorca und da verkehrt zwischen Palma,
und Soulière eine Holzbahn. Und mit der bin ich mitgefahren und da werde ich euch ein paar Videos präsentieren. Ja, hier habe ich mal ein Bild von der Holzbahn auf der bekannten Brücke. Ich habe das Bild jetzt hier vom Monitor abgefilmt und so wird auch der gesamte Verlauf von dem Film stattfinden. Also die Qualität ist nicht so doll, aber die Handyaufnahmen kann ich in dieses Programm leider nicht einfügen. Ja, wir sind jetzt in Soulière angekommen.
Und nicht, dass ihr glaubt, eure Lautsprecher seien kaputt. Auch das Tonformat kann ich nicht übernehmen. So mithin ist es ein Stummfilm. Und ja, müsst ihr euch an den Videos und an den Bildern erfreuen. Ja, dann geht's auch gleich wieder zurück. Kleine Information nebenbei. Also die Hin- und Rückfahrt von Palma nach Sullier kostet 28 Euro. Und dauert ungefähr eine Stunde. Viermal am Tag fährt der Zug und man hat ausreichend Zeit, sich in Sullier die schöne Altstadt anzugucken oder ein paar Tapas zu essen. Ja, mit meinem letzten Blick über mein Dampfbetriebswerk geht die Saison 23/24 zu Ende. Ich hoffe, meine Filme haben euch auch dieses Jahr wieder gefallen. Ja, jetzt geht's nach draußen im Garten, die Krois warten, da gibt's auch eine ganze Menge zu tun am Teich, der ist ja noch nicht 100% fertig geworden. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.